Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Der Grund, warum Lara so starr nach unten schaut, ist dieses Relikt. Denn wie versprochen, werden wir uns in dieser Folge nicht um die Hauptmission kümmern, sondern wir werden uns hier in der Sowjetanlage ein wenig umschauen, ein paar Gräber erkunden und so weiter und so fort. Wir befinden uns jetzt hier, für alle, die es gerne wissen möchten, und sammeln jetzt das Relikt ein, werden dann zum Lager gehen, zum Basislager, hier rüber und die neue Mission annehmen. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Naja. Besser als gar nichts. Zum Basislager. Dort haben wir nämlich auch ein paar Fähigkeiten zu vergeben. Und zwar zwei Stück an der Zahl. Ich habe die Erfahrungspunkte einfach nur bekommen, weil ich alle Waffen, die wir haben, einmal ausgerüstet habe. Und so habe ich Fähigkeitspunkte dazu bekommen. Also ich habe nichts gemacht. Nicht, dass ihr euch wundert, wo kommen auf einmal die zwei Punkte her. Die waren dann, einfach da. Wir nehmen uns einfach mal mit. Einmal hier die tödliche Präzision, damit wir schneller lautlos töten können. Und einmal beim Jäger mehr Ressourcen für natürliche Mittel. Sehr gut. Dann haben wir auch noch was Neues im Inventar. Was nehmen wir uns damit? Da können wir uns entweder mehr Pfeile oder mehr Pistolenmunition mitnehmen. Mit den Pfeilen komme ich eigentlich bis jetzt noch ganz gut klar. Wir nehmen uns hier mal mehr Pistolenmunition mit. Schwupps. Und zu guter Letzt hier auch nochmal zu den Waffen rein. Beim Bogen können wir leider nichts ausrüsten, aber hier bei den Pistolen, glaube ich. Ja. Eine höhere Nachladegeschwindigkeit. Allerdings würde ich ganz gern hier mehr Schaden mitnehmen bei den Gewehren. Können wir, nehmen wir mit. Und wir können sogar noch was mitnehmen. Höhere Schussfrequenz. Schnelleres Nachladen. Nehmen wir die Schussfrequenz mit. Gut, dann sind wir da auch d'accord. Und nun mit der Schnellreise hierhin. Haben Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Ich denke, das wird die Mission sein. Gehen wir zu dem Typen rein. Der wird uns schon sagen, was Phase ist. Sie sind zurück. Gut. Dann können Sie uns helfen. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden zwei meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie... Ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Ja, natürlich. Für ein Outfit... Na klar. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Ich auch nicht. Deswegen werde ich dir helfen. Gut. Aber wo? Hier? Ach du Scheiße. Nee, wir kümmern uns jetzt erstmal hier ums... Oder? Nein, wir machen jetzt hier die Pechvögel heute. Ganz einfach. Die Pechvögel, wie kommen wir da hin?
irgendwo da runter. Ja, hier runter. Ach du Scheiße, müssen wir hier schwimmen jetzt, oder? Schwupps. Yes. Was man hier nicht alles findet. Das ist irgendwo da drüben. Auf dem kleinen Bergzipfel da. Das muss so kalt sein, durch dieses Wasser zu schwimmen. Okay, was finde ich denn da oben? Alles kalt. Ja, Lara, ich weiß. Wow, wow, wow. Die Strömung hat mich fast da drunter gezogen. Scheiße. Da ist eine Höhle. Da können wir auch noch rein. Machen wir das jetzt? Nee, auf dem Rückweg. Wir können uns ja nicht um alles gleichzeitig kümmern. Schön vorsichtig, Lara. Wo ist das? Na, irgendwo hier hoch. Wow, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Ui, 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 ui. Da war ich wieder schon fast zu schnell. Das ist das, was ich meine. Ich will dann so schnell da hoch und gar nicht lange überlegen. Und dann rutscht man nämlich ab. Locker flockig durch die Hose atmen, lieber ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ach so. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, nicht schlecht. Gar nicht lange rum, sondern holen die direkt weg. Wir müssen hier rein. Moment mal, hier habe ich auch noch so ein Pfeil. Da kann ich hier unten hinschießen, kann das sein? Na, komm schon. Total gut. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal hier? Ne, war ich nicht. Ein Rucksack. Einen Rucksack nehme ich immer gerne. Geheimnisse gefunden, oder? Yes! Ein Überlebensversteck. Da hinten ist noch ein Überlebensversteck. Die werden auch erst immer sichtbar, wenn man den Rucksack findet. Vorher werden die nicht angezeigt. Ach, genial. Gut, dann nehmen wir erstmal das hier mit.
Wie praktisch. Wildschwein. Ja, cool. Hier kenne ich mich aus. Hier war ich schon mal. Zumindest in der Nähe. Moment, Moment, Moment. Da ist schon mal einer. Den können wir von hinten dann gleich wegholen. Hier war ich nämlich. Und hier wollte ich durch. Da kam ich nicht durch. Gibt es hier sonst noch was Geiles zum Mitnehmen wieder? Wahrscheinlich nicht. Nope, wir haben den Kreis nur geschlossen. Das Öl kann ich immer noch nicht mitnehmen. Ganz ruhig. Ganz langsam. Wunderbar. Dem Typen den Eispickel schön ins Kreuz gejagt. Ach du Scheiße! Ich werde dich töten! Alter Schwede! Lass es uns beenden! Wer, wann, warum? Die haben geschlafen! Die räudigen Drecksäcke! Das war ja mal mega fies. Und ich habe mich schon gewundert, warum sind die denn rot? Ja, das passiert mir auch kein zweites Mal, das schwöre ich euch aber. Kleinen miesen Halunken. Jetzt hätte ich hier voll den Stealth-Bonus gekriegt. Ist okay. Ich werde sie herausholen. Ah, wie immer. Alles abgegrast. Ihr armen Schweine, mache ich euch erstmal los. Ja toll, das kann ich ohne Messer, oder was? Jetzt zurück. Gott sei Dank müssen wir die nicht eskortieren. Das ist ja schon mal sehr gut. So, wo ist der schnellste Weg jetzt hier raus? Hier wieder wahrscheinlich, oder? Ja, wunderbar. Natürlich, wir können jetzt darüber zum General zurück. Aber ich würde ganz gerne hier in die Höhle. Das ist natürlich jetzt blöd. Gehen wir erstmal rüber. Da hinten wird wieder geballert. Okay, hier müsste ich runter, um zur Höhle zu kommen. Check. Nee. Doch. Bin ich da? Yes. Metallbarrieren mit Hilfe von Sprengladung. Oh, ich habe aber keine. Na, tolle Wurst. Jetzt kann ich zurückschwimmen, oder was? Oder war da oben vielleicht etwas? Jetzt gucke ich natürlich nochmal. Nochmal da drauf, Freunde. Eiskalt.
Nicht, dass ich da irgendwas draufwerfen kann. Das wäre nämlich Deluxe. Nee, leider nicht. Ja, dann zum späteren Zeitpunkt halt. Ah, ich sehe eine Kiste da unten. Dann zurück zum General erstmal. Der müsste ja hier irgendwo sein. Wenn wir Wild sehen, nehmen wir das auch mit, denn wir brauchen Fälle, um einige Upgrades zu machen. General. Wir müssen hier rum. Hier ist der richtige Weg. General. Gib mir meinen guten Scheiß. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird ihnen helfen. Neue Ausrüstung. So, sonst noch was, mein Freund? Nee, hat er nicht. Blöd. Mal, ob wir was herstellen können. Ne, leider noch nicht. Noch keine Fälle. Aber jetzt. Wunderbar. Müssen wir vorsichtig sein. Irgendwo sollen wir jetzt ja hier Anwesenheit erkunden. Naja. Oder begründen. Das Ziel darf uns nicht entwischen. Wir müssen wissen, warum sie Team Bravo gefolgt ist. Okay, Freunde, ich bin hier. Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen. Wir brauchen Antworten. Ach so, okay, wir sollen sie alle wegmachen. Aber das ist ja nichts leichter als das. Das ist ja genau mein Ding. Ich weiß bis nicht, wie viele es sind. Drei Stück nur, ernsthaft? Wenn hier jemand ist, es ist sicher. Sie kann rauskommen. Sie versteckt sich noch. Blut, sie ist verletzt. Komm raus. Stopp! Stehen bleiben! Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara. Deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Lara, nicht wahr? Ich bin Nadja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Nadja, nice to meet you. Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Großvater hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst gehen. Wir müssen ihn finden. Und neuer Bogen. Auf jeden. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Oh, danke. Der Pfad zum Tal führt durch die Höhle östlich von hier. Okay. Nochmal zur Höhle, weil wir gerade nicht reingekommen sind. Wir könnten natürlich auch hier so einen Kanister mitnehmen, den da runterwerfen, dann davor und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich ein anderes Ding. Das ist hier die Höhle, wo wir rein müssen. Ja, warum auch nicht, oder? Hier ist noch eine Krypta.
Ein Überlebensversteck. Ein Münzversteck. Und hier ist auch noch eine Höhle. Puh, ich glaube, das hier wird länger dauern, weil ich denke, diese Höhle wird hier mit dem Herausforderungsgrab zusammen, zusammenhängen. Deswegen machen wir erstmal Folgendes. Wir holen uns jetzt erstmal dieses Münzversteck und das Überlebensversteck und gehen dann hier in die Höhle rein. Oder scheiß drauf, wir gehen jetzt direkt in die Höhle. Und in der kommenden Folge werden wir dann uns um die Kleine kümmern hier. Kann ich das looten? Nöp. Bin ich hier richtig? Hier bin ich sowas von richtig. Rein in die Höhle. Knicklicht an. Ach du Scheiße. Zwei gezielte Pfeile. Wir sind hier in der fetten Wolfshöhle. Ob man hier wohl lang kann, wenn man das niederbrennt? Aber ich habe ja leider noch nichts zum Niederbrennen. Oh, Pilz sind wir voll. Zack! Karte aktualisiert. Noch mehr Geheimnisse. Oh, fuck. Leute. Hier ist noch ein neues Relikt. Hier hinten blinkt alles. Hier vorne blinkt alles. Irre. Na gut, kümmern wir uns jetzt erstmal hier um die Höhle. Ich habe gerade noch einen Wolf gehört. Kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Okay, das war's hier. Aussieht, war es das. Was ist das? Naja, geht nicht, wird nicht rot. Nup, wir haben hier wirklich alles abgegrast. Ja, dann hier zum Relikt. Brauchen wir auch noch. Na. Wo ist es? Wahrscheinlich irgendwo da oben. Keine Schutzausrüstung. Nichts für die Sicherheit der Arbeiter. Ja, was kann ich damit machen? Ach du Scheiße. Da hängt ja einer. Kann ich auch nicht abschießen. Irgendwo da drüben. Komm mal auf den Schrank. Bergungsgut. Ah, hallo. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen.
Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Damit kann wahrscheinlich nur der Besitzer was anfangen. Mit erinnere dich. Gut. Das haben wir soweit, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Meine Fresse, hier ist noch ein Relikt. Was können wir sonst noch machen jetzt hier? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich würde sagen, gehen wir hier in die Höhle. Ist ja auch direkt hier. Lara, komm über die kleine Kante, wirst du laufen können. Hier ist ein Monolith. Den meinte ich. Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Fuck! Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Mission auch voll. Nicht genug Holz? Holz können wir nie genug haben, wie ihr seht. Ach, hier oben waren Teile. Die konnte ich letztes Mal nicht mitnehmen. Weil ich voll war. Die nehmen wir jetzt natürlich auch mit. Und rein ins Vergnügen. Vier von fünf Höhlen. Rein ins Dunkel. Ja, mein Reden. So sind wir voll. Moment, da komme ich doch lang, oder? Yes. Das ist wieder so eine riesige Höhle, wo man hinterher nicht mehr weiß, wo man hergekommen ist. Fälle, sehr gut. Oh, Freunde, ey. Da kam ich her. Also müssen wir uns jetzt mal links halten. Gut, da konnte ich hoch. Sieht nicht sehr spektakulär aus hier. Aber meistens ist es ja dann etwas mehr. Aber sieht wirklich nicht so aus. Ich werde jetzt nochmal links rumgehen, nur um wirklich sicher zu gehen, dass wir hier nichts übersehen haben. Nicht, dass ich nur denke, man... Ach so. Nee. Okay. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, hier ist mehr drin. Tageslicht. Ah, genial. Alright, Freunde. In dieser Folge haben wir einige Höhlen erkundet. In der nächsten machen wir weiter, also noch nicht mit der Hauptstory. Wir werden das Gebiet nochmal ein bisschen erkunden, uns um die kleine Nadja kümmern und den Großvater. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen. Eine Bewertung wäre richtig nice von euch. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.